Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben. Bedeutet, jeder hat ein Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit seiner eigenen Person. Wenn also Ungeborene in Indien abgetrieben werden, nur weil es Mädchen sind, ist das ein schwerer Verstoß gegen die Menschenrechte zum Beispiel. Ein anderes trauriges Beispiel war die Tötung von 6 Millionen Juden, Sinti und Roma, behinderten Menschen unpolitisch Andersdenkende während der Nationalsozialismus, also der NS-Zeit, Hitler. Ja, das sollte nicht nochmal geschehen. Also Artikel 3, jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit seiner eigenen Person. Dann viel Spaß bis zum Artikel 4. Tschüss.